Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Battlefleet Gothic Armada 2. So, wir haben Cadia befreit und warte mal, warum ist das denn hier? Ist das so ausgegraut, oder? Nee, ist normal so, glaube ich. Egal, wir können jetzt nicht mehr. Ich wollte zurückfliegen nach Cadia. Wir haben kein Einkommen. Ich muss jetzt mal gucken, wie wir das lösen. Und ich habe ein Level. So, wir haben Bewaffnung gemacht das letzte Mal. Was haben wir denn hier? Erweiterte Hangars. Aha, aha. Oh, was ist das denn hier? Belohnung erhalten. 5 Züge Dingenswummens. Machen wir mal. Schildgeneration. Regeneration. Ich glaube, das ist wichtig. So, okay. Können wir hier zurückfliegen auch schon mal? Nee. Zug beenden. So, jetzt kommt bestimmt hier eine neue Anweisung. Zug 18. Admiral, we're receiving reports of a large Chaos fleet moving on the Cadian system. Get me the Lord High Admiral. Admiral Spire, a timely communique. Our Auspex arrays have detected a Chaos Armada on the edge of the Cadian system. We are aware. With your permission, Admiral, we'll move to engage. Good. You give an old man hope, Admiral Spire. Proceed. Wipe those heretics from the stars. The Emperor protects. The Emperor protects. Aufstieg von Cadia. Die Chaos-Streitkräfte haben sich als deutliche Antwort auf Spires Gegenoffensive im Cadia-Sektor zu einer mächtigen Vergeltungsarmada zusammengeschlossen und rücken auf Cadia vor. Admiral Spire muss seine Raumflotte gegen sie stellen, um Cadia zu beschützen. Schließen Sie den Sonneneinsatz im Cadia-System des Cadia-Sektors ab. Das ist ja hier, oder? Da! Aha, okay. Das ist so eine Submission. Gut, dann fliegen wir jetzt erstmal hin. Ich hatte überlegt... Ja, ist der Flottenunterhalt, der uns zu schaffen macht. Pass auf. Guck mal, was das ist. Und dann machen wir das. Und danach müssen wir wahrscheinlich mal Schiffe verschrotten. Oder wir nehmen Xerxia ein und dann gucken wir mal, ob wir Schiffe verschrotten. Okay? Los geht's. Passiert jetzt irgendwas, wenn ich... Aha. Krixer Tivorsk. Und wir wissen nicht, wie viele Schiffe der hat. Der passt doch bestimmt mir an. Okay, dann los. Sie haben sich zusammengeschlossen. Da bin ich ja mal gespannt. Vielleicht kriege ich aber ein bisschen Geld als Dankeschön oder so. Admiral, we're showing Imperial vessels engaged with traitor vessels around the ruins of Cadia. Auspex is showing massive damage across all vessels. They cannot endure long. Then we have arrived at a propitious moment. Meine Güte, wie das hier aussieht. Prepare to attack. Oh, scheiße, ich hab noch concentrations of plasmic stellazar in local space. They are highly unstable and will explode on contact. Beschützen Sie mindestens ein Schiff vor der engage the enemy, Admiral. Agreed. Let it be so. Was für Schiffe, wovon redet der? So, was haben wir hier? Es geht einfach direkt los. Ach nee, die gehören nicht. Das ist nicht meine. Aber ich habe auch nicht so viel Leben. Das ist scheiße. Kann ich den wieder einpacken? Nein. Egal, ich meine, wenn wir ein paar Schiffe verlieren, dann ist es halt so. Lord Admiral, we can't take much more of this. And my strategium reports more enemy vessels inbound. Is this true? I concur. Hold fast, Captain. If the Emperor wills it, we shall be your salvation. Oh yeah. Nur noch kein Knopf gefunden oben. Warte mal. Hat ausblenden. Ich habe ein Problem mit dem Thumbnails machen. Spielerinfo anzeigen, gleich. Ach, egal. Was ist denn das denn? Plasmaqualle? Okay, jetzt müssen wir uns aber beeilen. Vollgas! Los, los, los! Where shall we strike? Lord Thunderhawks! We wait your command. Jetzt habe ich die Sunrocks Waters hingeschickt. Komm, folg uns weiterhin. Lol, kein Problem. Changing course. Target locked in.
your orders? Assault crews, report success. Oh, das war vielleicht zu blöd. Oh, er lenkt nochmal. Reloading. Komm, explodiere. Scheiße, ist gerade rausgeflogen. Scheiße, ich hab was vergessen. Auto-Target. Und ihr beschützt mal, könnt ihr die beschützen? Nee, geht nicht. Das muss weg. Oh oh. Drehen. Ich glaube, das reicht aber nicht, weil die sind zu nah. Ja, ich glaube, das hat nicht funktioniert. Okay, und weiter. We are ready to serve. State your order. Das Problem ist, oftmals, hier ist zu viel. Es ist einfach zu viel los auf dem Bildschirm, dass man seine eigene Einheit nicht erkennt. Zum Beispiel der Hintergrund sieht toll aus, aber es ist alles sehr unübersichtlich. Oh, oh, ausweichen. Der ist auch weg. Der ist auch weg. Sollte nicht mehr lange halten hier. Wow, was für eine Gegenoffensive. Das ist komisch, Quallen, aber die machen nichts, ne? Enemy ship crippled by the lightning strike. Setting course. We wait your command. Engaging engines. Oh, die ging aber schnell raus. Ship ready. Weapons calibrated. Initiate Thunderhawk bombardment. Teleportarium. So, oops. Another deluded worm comes crawling to the wreck of Cavia. There is no more defiance in this place. Only death at the War Master's command. Death there shall be. But at Cadia, the Emperor's will yet prevails. Ja, Feuer frei. Dann ist mal den hier. Enemy vessel. Jetzt mal ein paar Torpedos drauf. Receiving your order. So viele. Give us purpose. Ah, habe ich schon alle raus. Oh, sehr schön. Ja, oh, erstmal zwei Treffer. Willkommensgeschenk. Und das ist das nächste. Feuer maximieren! Initiate Thunderhawk Bombardment. Your orders? Drehen. Acquiring new vector. Müssen wieder ein bisschen mehr rammen hier. State your order. Legio Cybernetica have boarded the enemy. Troop transition successful. So, mal das jetzt war. Oh oh.
wollte ich jetzt gar nicht machen, Trottel. Oh, oh, hoffentlich kriegt er jetzt nicht hier Schaden. Ich erkenne hier gar nichts. Ah, die Stasis-Bombe hält nur fest. Genau, so war das. Oh, Mist. Muss ich mal ganz kurz gucken hier. Execute high energy turn. Setting course. Was denn jetzt, wenn sein Schild wieder herkommt, wie sich das auffüllt? Geil. Engaging engines. Course engaged. Machine spirit appeased. Your orders? Oh, das sitzt aber gut hier. Aye, Admiral. Oh, große Distanzwaffen. So, jetzt noch einmal drauf. Breitseite. Sehr schön, weg hier. Ah, episch, oder? Es sieht so toll aus. Und der auch. Aber Verluste? Schade, man sieht die Explosion nicht. All enemy vessels have been destroyed or have fled with tails between their legs. Then it is a victory. And one well won. You have my thanks, Admiral. We owe you our lives. You owe the Emperor your lives and your service. In his name I will put both to use. Cadia stands. Cadia stands. The Chaos Fleet is dust on the solar winds, my lord. As it should be. Well done, Admiral. The clarion you have sounded will echo throughout the Eye of Terror. The Imperium reclaims its own. Repopulation efforts are already underway. The scale of it. It's too much for a single sector. Indeed, Admiral. Many of the repopulation fleets are heading to Nemesis Tessera, which the Lords of Terror decree shall now fall under your command. I am humbled by their trust. Then reward it with triumph, Admiral Spire. Eyes both near and distant watch your actions with great interest. Ich habe ein eigenes System unter meinem Kommando jetzt. Neue Flotte erhalten. Erlangte Ressourcen. Ruhepunkte erhalten. Okay, gut, das ist gut. Verbreitung der Plasmamedusen. Ab sofort kann in Kämpfen der Plasmamedusen-Event stattfinden. Okay. So, wir müssen. Battlegroup Silver Dawn is returning to Dockyards via Nemesis Tessera. Oh. Who will protect it? Of course, my lord. Have a care. The area is infested with traitors and upstart Xenos. Cool. We shall do as our duty commands, my lord. Cool. Silver Dawn. Zusammenfassung. Hochadmiral Drang hat Admiral Spire befohlen, die Silver Dawn Kampfgruppe zu eskortieren. Er erfahren hat mal. Ja, okay. So, pass auf. Wir müssen erstmal unser System hier freiräumen und wir müssen das wegmachen und dann müssen wir. Ja, okay, pass auf. Wir müssen erstmal Cadia ausbauen. So, Clausius. Festungswelt. Reparatur pro Zug. Aber wir sind immer noch minus 32. Das ist krass. Wir haben jetzt noch eine Flotte bekommen. Und zwar haben wir jetzt da oben eine Flotte bekommen. Our operatives have informed us of a hidden chaos stronghold at Nemesis Tessera. Oh Mann, was ist das denn hier, Elder? Nee. Was sind das denn? As it is hidden no longer, Elder. Let us bring the Emperor's vengeance upon them all. Gesperrtsysteme, Freischaltung über Story-Modus, Freischaltung über Schlachtpläne. Chaos, Elder. So. Hier ist eine Mission. Wo kann ich einfach draufdrücken? Spire muss in dieser Offensive teilnehmen. Okay.
heißt das? Achso, das ist der Sprungpunkt. Gut, dann erstmal Zug beenden, würde ich sagen. Wir haben auch nicht unendlich Zeit. Müssen erstmal wenigstens reparieren. Da muss das eingenommen werden. Ach, guck mal, hier sind Rundenzüge. Aldari. Das ist jetzt nicht die Elder und Dark-Dingensbummens zusammen, ne? Wie war das nochmal? Wir könnten auch da... Pass auf, wir machen das jetzt erstmal hier weg, sowieso, das Kleine. So. Das hat sowieso zu wenig Energie. Schon mal ein bisschen mehr Geld übrig. Ich würde gerne da noch angreifen, bevor wir irgendwelche Schiffe zerschrotten. Aber was macht das hier? Ressourcen pro Zug, Ressourcen pro Zug. Da ist gar nichts mit Ressourcen pro Zug. Da, wir haben eine zweite Flotte bekommen von diesem Voskamp. Oh Mann, krass. Okay, dann bewegen wir den erstmal nach da. Und wir greifen mit denen. Den würde ich gerne auflösen. Aber ich meine, jetzt habe ich die Flotten halt, aber ich will trotzdem... Komm, wir greifen da an, was soll's. Wir nehmen mit den... Den... Mehr als genug. Komm, wir probieren mal Auto auswürfeln. Komm, das ist jetzt hier mal Autoschlacht. Ist egal, ob wir jetzt Schiffe verlieren. Toll. Wir haben unsere Hauptschiffe verloren. Das macht es natürlich total behindert. Habe ich jetzt verloren? Oh Mann. Okay, so viel dazu. Dann haben wir das auch schon mal rausgefunden. Admiral Spire. Dann spielen wir es lieber selbst. Auswürfeln war schon immer scheiße. Kämpfen wir, meine treuen Tapferen. Denn, denn. Jetzt sieht man die wenigstens, nicht alles so dunkel. Okay. Give us purpose. Give us purpose. So, gucken wir mal. Okay, das sind die Türme, da wollen wir nicht hin. Das ist wieder hier diese Glibbersteine, oder sind das Kristalle? Das sieht aber eher aus wie Glibber, Chaos-Glibber. Lach. Changing course. Da kommen sie. I am listening. Show us the enemy. Jetzt mal verteidigen. Sehr schön. We serve. Wir müssen drei Schiffe, nicht nur zwei. Enemy sighted. So, alle Mann. Und selbst angreifen. Where shall we strike? So, weg damit. Bombardment. Shit, shit, shit. Okay. Engaging. Execute high energy turn. Enemy sighted. Das war vielleicht zu früh mit den Torpedos. Impossible, Admiral. Komm, der Strom reicht noch, der Strom reicht noch. Sehr schön. We stand ready. Reloading. Schnelleres Nachladen ist immer besser. Reporting successful boarding action. Ship ready. Hört mal gerne. Launch the
Thunderhawks! Teleport attack successful! Engaging target! Das Schiff erstmal in Ruhe lassen. Aye, Admiral! We serve! Impossible, Admiral! We stand ready! Drei. Aber wir schießen drauf, das ist ja erstmal egal. Und dazu. Impossible, Admiral! Impossible, Admiral! All power to engines! Course engaged! Scheiß drauf. Engaging engines! Setting course! Whoa! For the Emperor! We wait your command. Initiate targeting protocol. Ship ready. Ist der Radius oder was? Was ist denn hier für ein Radius? Strike quickly, brothers! Heading acknowledged. Strike quickly, brothers! Ach egal, mach die weg. Underway. We serve. So, schön die Türme. Dann ist das System auch uns. Sehr gut. Targeting enemy vessel. Initiate Thunderhawk bombardment. Oh yeah. Impossible, Admiral. Aye, Admiral. Impossible, Admiral. Enemy defense platform destroyed. Ich fühle mich immer so schuldig. Ich beam da Leute drauf und dann spreng ich es in die Luft. We serve. Enemy defense platform destroyed. Kommen die jetzt Verstärkung? Kommen die, ne? Target locked in. Enemy defense platform destroyed. Boom. Oh, gegen Orks kämpfen würde ich mal gerne. Sieg! Gesamt erlangter Ruhm. So. Minus 18. Guck jetzt nicht mehr so wenig. Es hält sich in Grenzen. Ich will doch nie. Ich wollte nur weiter rauszoomen. Ich wollte doch nur rauszoomen! Okay, dann müssen wir jetzt mal. Da. Da sind wir angekommen. Dann brauchen wir da auf jeden Fall noch. Spire. Das geht aber nicht. Zug beenden. Weil die tuckeln ja da oben rum. Die werden ja wahrscheinlich keinen Systemsprung machen, um zu mir zu kommen. Pass auf, Spire. Und der Typ ist hier ist zur Verteidigung da, ja? Das ist der hier. Firestorm. Ich meine, wir können weiter Systeme einnehmen. Dann kriegen wir doch Plusgeld. Ich meine, ich muss doch jetzt nichts verschrotten. Bleibt der... Ne, dann bleibt er hier. Scheiß drauf. Der mechanische Beppo. Okay, so. Nochmal Zug beenden, oder? Ja, noch einmal Zug beenden. Kann ich die Flotten zusammenführen? Das würde ich gerne wissen. Weil momentan ergibt das keinen Sinn.
Na, mehr Elder abknallen als Chaos. Dieses Schiff. Zum Flaggschiff machen. Ach so, Position beschützen. Leichter Kreuzer Endurance. So, wie sieht es denn aus mit unseren, so, wir sind super geheilt. Zwei Schiffe können hoch. Wir nehmen mal den hier. Dauntless. Aber es ist nicht so ein großes Schiff. Wir können sowieso nur zwei nehmen. Dann, so ärgerlich. Aber es sollte ja besser werden. Dann gehen wir mal da hoch. Leute, aber ich muss ja wie immer aufhören. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge bei Battlefleet Gothic Armada 2. Bis dahin, wie immer, haut rein.